Siehst du, Knochenkopf? Dieser Mann hat den Anfang gemacht. Doch er hatte nur einen Knochen. Ich hingegen habe ein ganzes Skelett von dir. Nun weiß ich, du bist ein Plesiosaurier, ganze 14 Meter lang. Ein schwimmendes Reptil. Einen Namen habe ich auch schon für dich. Elasmosaurus. Und weißt du, was er bedeutet? Plattenechse. Und wo du herstammst, weißt du das? Aus der Oberkreide. Von Nordamerika. Marsch habe ich vor 3 Wochen geschrieben. Er wird der Erste sein, der dich bestaunt. Erwarte ihn heute um Punkt 12 Uhr zum Mittagessen. Ich habe ihn eingeladen zu Königsberger Klöpse, wie bei Frau Schulze, damals in Berlin. Er wird kommen. Solch eine Köstlichkeit lässt er sich nicht entgehen. Ist er erst einmal da, wird er begeistert sein. Dann reisen Marsch und ich durchs Land. Und suchen nach deinen Geschwistern. Deinen Eltern. Nach deinen Großeltern. Dann werden Marsch und ich berühmt.